Am 11. Mai ist es wieder soweit. Der 4. WordPress Translation Day findet statt. Das ist ein globales Event, das sich jedoch auch lokal runterbrechen lässt. 24 Stunden lang schalten sich Menschen auf der ganzen Erde online und offline zusammen und arbeiten an der Übersetzung von WordPress, den Themes und Plugins. Wir haben mit Robert Windisch gesprochen. Er ist für das Polyglots-Team der lokale Lead in Leipzig. So, das ist ein Event, das findet überall auf der Welt statt. Wie kommen denn die Leute zusammen? Wie funktioniert das? Also der Event ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Es gibt einmal die Online-Sessions, das heißt, jeder kann quasi an dem Video, das ist quasi ein Livestream, kann man sagen, kann daran teilnehmen, das ist auf dem Global Translation Day auf der Seite. Und dann gibt es eben die lokalen Events, wo sich Leute treffen können. Und falls man eben es nicht, falls es keinen lokalen Event bei jemanden dann gibt, kann man eben an dem Online-Video quasi teilnehmen, kann sich das anschauen, kann dort auch Fragen stellen und kann dort mit der globalen Community interagieren. Das ist ja schon das vierte Event. Da gibt es wahrscheinlich genug Veranstaltungen in ganz Deutschland und Österreich und der Schweiz. Oder könntet ihr noch ein bisschen Hilfe gebrauchen? Hilfe können wir jederzeit gebrauchen. Der Global Translation, der ist ein 24-Stunden-Event. Das heißt, die komplette Welt arbeitet in den 24 Stunden mit Vorträgen, die dann online sind, wo man sich eben reinschalten kann und zuschauen kann. Und hilf mir mal ganz kurz. Also klar, ich kenne jetzt das Deutsche und das Englische WordPress. Wie viele Sprachen haben wir ungefähr? Wir haben meines Wissens nach definitiv über 60 Sprachen. Ja. Es gibt dann Sprachen, die sind aktiver, die sind inaktiver, weil es eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel zum Übersetzen ist. Wofür braucht es eigentlich einen Global Translation Day, wenn ich heute mein WordPress aufmache? Das ist doch schon auf Deutsch. Der Hintergrund ist, dass die Sprache in WordPress, die deutsche, zum Beispiel die deutsche Übersetzung, wird komplett von Volunteers gemacht. Jetzt mal wirklich, als kleiner Anwender, kann ich helfen? Was man können muss, ist die deutsche Sprache. Oder die jeweilige lokale Sprache. Ja. Wenn man die kann und da eben fest drin ist, haben wir im Deutschen noch einen Style Guide, wie wir in Deutsch, in quasi WordPress in Deutsch übersetzen oder eben das Backend alles in der gleichen Sprache, also alles gleich klingt. Da geht es eben um Durchkoppeln, es geht um Komma-Regeln, alles eben, was man normalerweise im Deutschen auch macht. Ja. Und dafür gibt es einen Style-Guide. Und genau da sind wir als Community offen für jeden, der teilnehmen will, der eben, dass wir den quasi unterstützen, dass wir die unterstützen, wie man eben WordPress in einem Guss, dass es quasi für den End-User aussieht, als wäre das eine Übersetzung. Danke, Robert, für deine Zeit und auch dein Engagement in Leipzig für den WordPress Translation Day. Für euch haben wir alle Informationen, die ihr braucht, wenn ihr entweder selber ein Event veranstalten wollt oder einfach hingehen wollt und helfen könnt, haben wir in einem Blogpost versammelt. Den Link findet ihr hier unten in der Beschreibung. Sollte kein Event bei euch in der Nähe sein, geht auf die Website wptranslationday.org. Auch den Link packen wir unten rein. Dort könnt ihr die Veranstaltung am 11. Mai online verfolgen. Wir sehen uns beim 4. WordPress Translation Day.